Löwenhahn. Heute Paul Fröhlich und der Igel. Ach, hier seid's. Ja, bin gerade im Müll weg. So, ab in die Büsche mit dem ganzen Scheiß. Ja, die Natur ist ja ein Kreislauf. So, jetzt aber erstmal frühstücken. Das ist ein Maulwurf. Ja, die ist bei mir im Garten. Den habe ich gestern totgeschlagen. Schmeckt bestimmt lecker. Paul! Mensch, Fiona, was machst du denn hier? Warum tust du denn nicht Fernsehen gucken? Ich darf nicht so viel Fernsehen gucken, davon tun einem die Augen weh. Och, so ein Quatsch. Kinder können gar nicht genug Fernsehen gucken, ja? Mindestens 12 Stunden am Tag. Irgendwas ist doch immer im Programm. Schau mal, was ich auf der Straße gefunden habe. So, Fiona, zeig mal, was du da hast. Oh, ein Igel. Der sieht aber lecker aus. Ja, das ist Rudi. Rudi? Aha, so, jo. Und, was machen wir jetzt mit ihm? Kann er nicht bei dir im Garten bleiben, Paul? Bitte. Jo, den kann ich auf die Wiese setzen und dann kann ich ihn totschlagen. Nein, nein, nein. Ja, die Stachel darf man natürlich nicht mitessen. Igel muss man immer umdrehen und von unten auslöffeln. Wie einer die Kinder. Naja, erstmal frühstücken.